Rumpels, der Talk. Ihr Gastgeber heute, Stefan Kühlein. Einen guten Abend hier im historischen Humpis-Quartier zu Ravensburg. Ich bitte Sie um einen extra Applaus für das Sigi Stehle Quintett. Liebe Zuschauer, heute geht es bei uns um das Thema Chaos. Wie viel davon ist natürlich, wie viel ist sinnvoll und wann wird aus dem Ganzen Unsinn? Und wenn es mal so weit gekommen ist, wie komme ich da wieder raus? Meine Experten heute sind der berühmte Chaosforscher Professor Rösler aus Tübingen. Zuvor begrüße ich aber einen Aufräumexperten. Sein Name ist Jürgen Kurz. Chaos auf dem Schreibtisch? Der Betriebswirt Jürgen Kurz aus Gingen hat die Lösung. Er hat den Blick für das Wesentliche und räumt mit Ihnen Ihren Arbeitsplatz systematisch auf. Durch seine Strategien lassen sich bis zu 20% mehr Effizienz im Büro erzielen. Die Such- und Durchlaufzeiten verkürzt er mit seiner Methode. Selbst Urlaubsvertretungen behalten am fremden Schreibtisch dank ihm den Überblick. Die Rede vom kreativen Chaos ist für den 45-jährigen Unternehmer eine Lebenslüge. Für Jürgen Kurz gibt es keine kreativere Atmosphäre als die eines aufgeräumten Büros. In 7 Schritten zeigt er, wie man seinen Arbeitsplatz für immer aufräumt. Das Schöne daran, jeder kann die Methode lernen und sie sofort umsetzen. Seit 10 Jahren arbeitet er an Einzelarbeitsplätzen, in Abteilungen und krempelt ganze Unternehmen nach seiner Aufräummethode um. Herzlich willkommen bei Humpis der Talk, Jürgen Kurz. Herr Kurz, schön, dass Sie da sind. Ein ungewöhnliches Thema. Wie kommt man darauf, sich beruflich mit dem Thema Chaos auf fremden Schreibtischen zu beschäftigen? Tja, eine lange Geschichte. Ich habe ein Produktionsunternehmen geleitet und wir kamen mit dieser Kaizen-Philosophie in Berührung. Also man kann in Japan, war die Aussage, Autos 20% schneller, 20% besser und 20% billiger produzieren. Ich habe das nicht geglaubt, aber als schwäbischer Kaufmann kann man sich eine solche Chance natürlich nicht rausgehen lassen. Und wir haben das dann untersucht und das Ergebnis war, ja, man kann diese 20% sparen. Und ich habe das dann aufs Büro übertragen, diese Prinzipien, die man dort angewandt hat, wie zum Beispiel, alles hat seinen Platz, alles hat einen Platz. Tja, und irgendwann habe ich mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitern die Schreibtische aufgeräumt. Und dann kamen Gäste, dann kamen Kunden, kamen Besucher und haben gesagt, habt ihr nichts zu tun? Sieht es immer so ordentlich aus? Wurden dann aber neugierig und haben irgendwann gesagt, komm doch zu uns auch und helft doch uns auch mal bitte. Also ein aufgeräumter Schreibtisch heißt nicht, dass man faul ist. Im Gegenteil. Nein, nein. Das ist das größte Problem, mit dem ich zu kämpfen habe. Wenn die Menschen sagen, ja, aber wenn mein Schreibtisch aufgeräumt ist, dann sagen doch meine Kollegen, du hast du nichts zu tun. Wenn du nichts zu tun hast, komm, helf mir. Mein Chef hält mich möglicherweise für faul. Also habe ich immer so meine Stapel, dann sieht es so aus, als wenn ich sehr beschäftigt bin. Okay. Sagen Sie mal, ist Messitum, spielt das mit in Ihren Bereich rein, den Sie bearbeiten? Das heißt, Leute, die, sag ich mal, fast krankhaft Sachen anhäufen, im beruflichen wie im privaten, ist das ein Bereich, den Sie auch quasi beraten? Nein, weil das eine Krankheit ist, wie Sie sagen, und da habe ich nichts zu bieten. Allerdings sieht man in Unternehmen, wenn Menschen davon gefährdet sind. Also man muss sich bewusst machen, dass 60% der betrieblichen Fehlzeiten sind heute psychosomatisch. Also das hat nichts mit gebrochenem Arm oder so zu tun, sondern dieser Stress, dieser Druck wird immer größer. Und es kommt immer wieder vor, dass ich in Unternehmen bin und die Unternehmer davor warnen und sagen, also an dieser und jener Stelle, da sieht man ganz genau, dieser Mitarbeiter ist chronisch überlastet. Und wenn man mit ihm spricht, dann hört man das auch. Also ihr müsst hier dringend Abhilfe schaffen zum Wohle dieses Menschen. Und das geschieht unter anderem durch Ihre Methode? Das geschieht durch meine Methode, durch meinen Ansatz. Ich helfe Menschen einfach, ihren Schreibtisch in Ordnung zu bringen. Das hört sich so einfach an. Und die atmen dann durch. Jetzt ist das auch? Ja, es ist einfach. Also
Es gibt oft, dass Menschen sagen, ja, aber es gibt doch den Chaoten, der ist halt ein kreativer Chaot. Das halte ich also wirklich für eine Lebenslüge. Die Menschen haben zu Hause alle Ordnung. Beispiel in der Küche, da gibt es eine Schublade, Messer, Gabel, Löffel, die sieht wunderbar aufgeräumt aus, bei uns allen zu Hause, weil es eben diesen Besteckeinsatz gibt, der 4 Gattungen Besteck beherbergt, und die liegen dort drin. Und genau so kann man das im Büro genauso machen. Da gibt es einfach, jeder Schreibtisch hat 7 Bereiche, und wenn Sie die nach und nach in Ordnung bringen, dann wette ich immer mit meinen Seminarteilnehmern, dann wird der Schreibtisch ordentlich bleiben müssen. Cool. Was sind denn die 7 Bereiche meines Schreibtisches? Also zum Beispiel der erste... Außer der Platte. Der erste Bereich ist ein Posteingang. Also Sie haben einen Posteingang. Das kann ein Muster sein, wenn Sie im Vertrieb sind. Das kann elektronisch sein, ein Mail. Das kann Papier sein. Und jetzt müssen Sie irgendwo mit diesem Posteingang zum Beispiel umgehen. Dann haben Sie, was das größte Problem aus meiner Sicht in der heutigen Zeit ist, Sie haben, was ich temporäre Projekte nenne. Ne? 20, 30 Aufgaben, die man gleichzeitig im Auge behalten muss, und man darf nichts vergessen. Und wenn jemand anruft, dann erwartet der, dass Sie sofort seinen Vorgang griffbereit haben. Also die Menschen haben das alles auf dem Schreibtisch. Das kann man auch anders organisieren, sodass man es sehr schnell wiederfindet. Dann zum Beispiel zum Lesen, Dinge zum Lesen, ne? Also Magazine. Ihr Berufsbild, Sie sind natürlich vielseitig. Das ist der Stapel neben meinem Schreibtisch. Ja, ja, bei manchen sind die dann schon so hoch, die sind dann höher wie die Schreibtischschublade, wie die Schreibtischplatte. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie man sich sowas begrenzt. Und so kann man einfach Schritt für Schritt, ja, alles, was an einem Schreibtisch, was einem da so begegnet, kann man in Ordnung bringen. Und dann wirklich wie von Zauberhand wird dieser Schreibtisch in Ordnung sein. Jeder, der mal geraucht hat und aufgehört hat, der weiß, dass es ein gewisses Rückfallrisiko gibt. Wie ist das denn bei Ihrer Methode? Kann man das lernen quasi und dann wieder rückfällig werden, so schleichend? So der Jojo-Effekt auf dem Schreibtisch quasi. Ich weiß, das hört sich unglaublich an, aber dieser Jojo-Effekt ist wirklich nicht da. Also denken Sie wirklich an diese Besteckschublade, selbst Kinder. Jeder kann sich dran halten, weil es so spielerisch einfach ist. Die große Kunst beim Schreibtisch aufräumen ist, diese 7 Schritte sind nicht vorgegeben. Also man sagt nicht, Herr Kühlein, Sie müssen erstens, zweitens, drittens. Es gibt es in meiner Philosophie nicht, sondern Sie können, probieren Sie mal, ähnlich wie ein Buffet. Sie wählen sich einzelne Dinge aus. Und wenn ich gehe in den Firmen, dann ist es wirklich in der Regel klinisch perfekt. Das muss es aber dann nicht bleiben. Also da kommen dann auch mal Bilder von Familie, Pflanzen und so weiter. Also von daher, das Rückfallrisiko, dass es wirklich so ordentlich, so unordentlich wird, wie am Anfang, habe ich noch keinen einzigen Fall erlebt. Jetzt würde mich mal interessieren, wer ist denn gefährdet? Sind das Männer, sind das Frauen, junge, alte, oder ist das querbeet durch alle Bevölkerungsgruppen? Also jung und alt habe ich noch keine Unterschiede gesehen, aber bei Männlein und Weiblein, da gibt es in der Tat einen Unterschied. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es spannend, ja, genau. Ja, ich bin 20 Jahre verheiratet, also mit der gleichen Frau, von daher ein bisschen Erfahrung habe ich. Nein, aber in der Tat, es ist so, wenn eine Frau erkennt, etwas ist richtig, dann können Frauen sehr viel schneller ihren bisherigen Standpunkt aufgeben und sich auf was Neues einlassen. Bei Männern dauert es meistens ein bisschen länger, aber wir können ja nur schwarz-weiß. Ne? Da Hirsch, hier Lanze. Ja, 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 das ist völlig klar. Und es ist dann so, wenn Männer dann irgendwann mal anfangen, dieses Thema zu umzusetzen und zu adaptieren, dann gibt es kein Halten mehr. Also dann wird zum Beispiel auch eine Halterung dann auf den Tisch geklebt, wo dann der Stift also ganz genau minutiös in der Halterung liegt. Das wird der Frau nie einfallen. Aber da sind wir konsequent. Ja, okay. Sigi, wie ist das bei dir, du als Mann? Wie sieht das mit deinen Notenblättern aus? Chaos. Chaos, ja. Also könnten wir Herrn Kurz auch mal vielleicht aber wir beiden... Aber es ist organisiertes Chaos, also ich finde mich schon zurecht. Ah, okay. So ist es nicht, ne? Also gibt es nicht den Ausspruch, das Genie beherrscht sein Chaos? Ja, also es gibt den Spruch von Albert Einstein, der heißt, das Genie beherrscht das Chaos. Dieser Spruch stimmt uneingeschränkt. Albert Einstein war ein Genie, keine Frage. Und Sigi Stehle, unser Bandleader auch. Ja, ja. Genau, brauche ich nichts zu verändern. Ich habe diese Menschen in Büros wirklich oft erlebt. Ich habe den Spruch allerdings etwas abgewandelt und sage, das Genie beherrscht sein Chaos. Und da ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wenn ich in meinem Schreibtisch solche Stapel habe und bin nicht da, dann ist ja die Frage, ob Sie das auch beherrschen.
Ich mache Kaizen in Firmen. Das ist das Thema Vertretungsproblematik, ist ein Riesenthema. Ich kann nicht zum Kunde sagen, ruf in 4 Wochen wieder an, wenn das Genie wieder da ist. Dann ruft der Kunde vielleicht wieder an oder vielleicht sagt er aber auch, geben Sie mir noch gerade bitte die Telefonnummer der Konkurrenz, dann frage ich mal, ob die vielleicht ein bisschen Zeit haben. Also Standardisierung von Abläufen, Dokumentieren von Abläufen, das sind wahrscheinlich wesentliche Elemente, um diese Struktur in die Firma reinzubringen. Das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist einfach eine gewisse Grundordnung. Nur wer diszipliniert Ordnung und Sauberkeit hält, kann Qualität produzieren. Deswegen der erste Schritt, Schreibtische frei und dann können wir darüber nachdenken, wie wir die Prozesse optimieren. Wobei das Zauberwort heißt gemeinsam, also nicht Jürgen Kurz oder einer meiner Berater sagt dann so, wie es sein soll, sondern die Menschen in der Firma wissen am besten Bescheid und die werden sich dann gemeinsam Spielregeln geben. Mhm. Wer in der Firma ist dann am gefährdetsten, dass sich Chaos auf seinem Schreibtisch anhäuft? Ist es der Vorstand, der Abteilungsleiter oder der Sachbearbeiter? Also der am wenigsten gefährdet ist, ist der Vorstand. Aber nicht, weil er der Vorstand ist. Nein. Das habe ich mir fast gedacht. Nein, genau. Also die Menschen, die Berufsgruppe, vor der ich den größten Respekt habe, sind Sekretärinnen. Die haben nur ein Problem. Die wissen, was zu tun ist. Und wenn die Menschen auf die Sekretärinnen hören würden, dann wird es viel besser gehen. Die Problematik ist, die hören nicht zu und setzen das nicht um. Also die Sekretärinnen können sich nicht durchsetzen. Wäre es gefährdet? Also es ist oft so, dass sich in der Firma ein Niveau entwickelt. Ne? Also entweder alle sind relativ ordentlich oder alle sind relativ unordentlich. Ich habe so eine Hall of Shame, also so die Halle, wo so die schlimmsten Kracher drin sind und so. Fotografiert, ja. Und da hat es schon einige sehr interessante Beispiele. Klingt sehr spannend. Wie sieht es aus mit dem Chaos? Kennen Sie Professor Rösler? Ja, also den berühmten Chaosforscher. Seit ich diese Einladung bekommen habe, kenne ich ihn und ich muss sagen, ich habe ein bisschen was über ihn gelesen. Ich habe die Hacken zusammengehauen, weil ich gedacht habe, wow, was es für gebildete Menschen auf dieser Welt gibt. Also ich selber bin eher der Praktiker und durfte ihn ja jetzt schon kurz kennenlernen und ich kann nur sagen, ein sehr, sehr sympathischer Mann und ich freue mich jetzt, wenn er dann auch gleich zu uns stößt. Würden Sie denn sagen, dass ein bisschen natürliches Chaos in unserem Universum schon richtig und wichtig und natürlich ist? Sie haben mal gelernt, das Chaos ist die Quelle allen Seins in der Literatur, aber auf den Schreibtischen nicht. Und ich kämpfe an der Schreibtischfront. Und wenn ich so die Schreibtische in Deutschland anschaue, da habe ich noch einiges zu tun. Also von daher, Professor Rösler ist da, glaube ich, eher der richtige Ansprechpartner. Und vielleicht kümmern Sie sich bald um seinen Schreibtisch. Herzlichen Dank, bis dahin. Dankeschön. Jürgen Kurz, wir machen eine kleine Pause und danach geht es bei uns weiter mit Otto Rösler. Bis gleich.